Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist Demenz. Und hierzu ist es uns gelungen, Frau Professor Gabriele Stoppe aus Basel gewinnen zu können. Frau Professor Stoppe ist Neurologin und Psychiaterin und Spezialistin im Bereich der Gerontopsychiatrie und der Demenzforschung. Die Frage ist die Demenzfrüherkennung. Gibt es hierfür Bluttests oder andere Untersuchungsmöglichkeiten? Was können die ersten Anzeichen für eine beginnende oder spätere Demenz sein? Also für eine beginnende Demenz sind die ersten Zeichen Gedächtnisstörungen, wobei die auch bei anderen Krankheiten auftreten können, was wesentlich aussagekräftiger ist, wenn jemand nicht mehr über seinen Sprachschatz verfügt, also Wortfindungsstörungen hat, immer wieder Mühe hat, die richtigen Worte zu finden und das anders ist, als es vorher war. Wie wird eine Demenz bisher diagnostiziert? Beziehungsweise kann man alle Formen von demenzieller Entwicklung frühzeitig erkennen? Also man kann letztendlich alle Formen der Demenz erkennen. Man setzt dazu verschiedene Verfahren ein. Normalerweise gehört immer eine ärztliche Untersuchung und auch eine Fremdanamnese. Das heißt, man fragt Angehörige, was sie beobachten oder Kontaktpersonen. Das ist wichtig. Dann braucht es eine neuropsychologische Untersuchung. Die kann mehr oder weniger ausführlich sein, aber die hilft auch ein Stück eine Zuordnung zu machen, in welchen Hirnregionen sich das Ganze abspielt. Der ganze Aufwand muss auch ein bisschen angepasst werden an die Situation und auch des Betroffenen, auch das, was er wissen will. Und auch, man muss auch sagen, es hat auch ein wenig was mit dem Alter der Betroffenen zu tun, weil die Ausgangswahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel eine Alzheimer-Demenz vorliegt, ist bei einer 90-jährigen Person grundsätzlich höher, als sie bei einem 50-Jährigen ist. Und ich sage jetzt mal, wenn ein 50-jähriger Sachbearbeiter oder Lehrer zu mir kommt und sagt, er hat jetzt Zeichen einer Alzheimer-Erkrankung, dann kann das zwar sein, aber da muss man ganz viel erstmal schauen, ob nicht auch andere Ursachen in Frage kommen. Und durchaus zum Beispiel auch psychische. Sind Demenzerkrankungen heilbar? Also heilbar würde ja bedeuten, wir können die Krankheit wegmachen. Und das kann man in der Medizin nur mit wenigen Sachen machen, zum Beispiel mit Lungenentzündungen, die kann man wegmachen oder auch, ne, wenn man, aber sonst kann man gut behandeln, wie man zum Beispiel den Bluthochdruck einstellen kann, andere den Diabetes einstellen kann. Und das kann man zunehmend gut auch mit der Demenz. Man kann einzelne Ursachen von Demenzen kann man tatsächlich gut, mehr oder weniger gut behandeln. Zum Beispiel kann man, wenn jemand vorwiegend Durchblutungsstörungen hat, kann man die Durchblutung verbessern und auch dafür sorgen, dass eben nicht mehr so viele Durchblutungsstörungen auftreten. Besondere Erfolge kann man auch verzeichnen, wenn jemand zum Beispiel durch, ich sag mal, schlechte Ernährung oder auch durch Alkohol in eine Demenz, gerutscht ist. Ist eine Demenz genetisch, also erblich bedingt? Zum Teil. Wir wissen, dass Menschen, die jemanden in erstgradigen Angehörigen haben mit Demenz, dass die in etwa zwei- bis dreifach höheres Risiko haben, selber zu erkranken. Aber das wird natürlich auch erst relevant, wenn man selber alt wird. Gibt es präventive Möglichkeiten, um eine demenzielle Entwicklung zu verhindern? Also es gibt jetzt zunehmend Zeichen, dass der Präventivbereich wirksam wird. Das liegt daran, dass wir zum Beispiel für die Gesamtgesundheit insgesamt schon seit ein paar Jahrzehnten mehr tun. Also ich sage mal, der hohe Blutdruck, die Durchblutung spielt eine Rolle, dass wir weniger rauchen, spielt eine Rolle, dass wir was dafür tun, dass wir unseren Schädel nicht so verletzen, also Helme tragen zum Beispiel, das hat eine Funktion. Man weiß auch, dass so eine lebenslange Beschäftigung, ich sage mal, nicht nur einseitig, sondern mit verschiedenen Sachen, sei es körperliche Aktivität, Hobbys ausüben, sich mit, ich sag mal, mit Musikkultur, also sozusagen der Welt, offen zuwenden, dass das einen guten Einfluss hat auf die Demenzentwicklung. Aber das sind nicht Sachen, die man erst mit 60 anfangen sollte. Also da kann man auch was anfangen, aber es geht eigentlich ums Lebenslange, um die lebenslange gute Lebensführung. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren,
Vielen Dank für Ihr Zuschauen und vielen Dank, Frau Professor Stoppe, dass Sie uns so unterrichtet haben. Und wir sehen, dass geistige Aktivität, also Musik hören und lesen, wahrscheinlich der beste Ansatz ist, um eine demenzielle Entwicklung zu verzögern oder zu verhindern. Bleiben Sie gesund!